Hey Leute, was geht? Für uns ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel und heute wird's ganz, ganz verrückt. Ich und mein Gegner haben uns Teams zusammengebaut. Jeder konnte entscheiden, für wie viele Münzen, ob für 10.000 oder für 5 Millionen. Und wir zocken gleich gegeneinander und der Verlierer discardet sein komplettes Team. Er weiß noch nicht, was ich für ein Team habe. Ich weiß noch nicht, was er für ein Team hat. Aber der Gegner ist heute Hamed. Jo, was geht? Dankeschön, dass ich auf dem Kanal sein darf. Aber ich weiß noch nicht, ob ich glücklich bin, dass ich bei dem Format dabei bin. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Ihr seht es gerade unten, da sind zwei Teams eingeblendet, aber die sind beide momentan noch zensiert. Weder wir noch ihr wisst, was hier auf dem Feld steht. Lass es so machen, wir machen beide jetzt ein Foto vom Team und senden es dem anderen. Dass der andere jetzt live reagieren kann, quasi auf das Team seines Gegners. Wer soll sie uns schicken? Ja, ich verstehe. Schick mal zuerst. Schick mal her hier. Zeig mal, was bei dir auf dem Platz steht. Das Ding ist, es macht natürlich alles Sinn. Ein günstiges Team aufzustellen macht Sinn, weil da muss man nicht teuer discarden. Aber dann hat man auch eigentlich keine Chance zu gewinnen. Man will ja auch eigentlich gewinnen und den Gegner was discarden. So, ich habe dein Team. Okay, er hat keine halben Sachen gemacht. Er hat wirklich keine halben Sachen gemacht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Ich sehe Messi, ich sehe Pele, Hero, ich sehe zwei Icons. Ja, das sind insgesamt, es können schon 800.000 Münzen oder so locker sein. Hä? Krass. Mehr, Digga! Dieser mehr. Thiago Giano hat schon 300.000 gekostet. Oh, stimmt! Dieser Thiago Giano kostet. Ja. Das ist gut über 1 Million bei dir. Okay, krass. Also, man muss dazu sagen, wir haben bei Hamed eben schon aufgenommen. Ich glaube, da hat er ein Team genommen, was so gefühlt, jetzt gefühlt, ne, 100.000 gekostet hat und ich kam mit einem 1,5-Millionen-Team. Und ich habe am Ende nur 2-1 gewonnen und er hatte sogar mehr Chancen. Das heißt, hätte er etwas teures Team genommen, hätte er mich vielleicht rasiert und mir die 1,5 Millionen weggehauen. Und ich sehe, er hat jetzt diese Motivation. Ich schicke dir mein Team. Ich bin jetzt ein bisschen riskanter gegangen. Ja, okay, schick mir deins. Aber du kannst mich gut hochnehmen, weil mein Team ist auch wild. Aber jetzt sieht man mein Team. Was sagst du? Ja, ich habe auch gut was auf dem Spiel. Dieser kostet 600.000, Lorente kostet 600.000. Oh, und dieser Japaner, dieser Pinke. Boah, der sieht krass aus. Ist er teuer? Nein, der kostet 15.000. Alter, Digga, der sieht irgendwie so fresh aus. Der sieht echt fresh aus, deswegen will ich den mal testen. Digga, wir haben beide fresh Teams. Also egal, wer verliert, haut 1 Million weg. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir beide so hoch reingehen. Keiner ist auf Nummer sicher gegangen. Jeder will den Sieg hier haben. Es kann interessant werden. Okay, das sind die Teams, die auf dem Spiel stehen. Ja, wer gewinnt, darf behalten. Wer verliert, discardet. Wir gehen ins Game. Okay, es geht los. Jedes Tor entscheidet. Das ist nicht wie sonst. Wenn man verliert, discardet man vielleicht teuer. Heute ist, wenn man... Discardet man teuer. Man discardet zählt teuer. Auf jeden Fall teuer. Scheiße. Ja! Nein, was eine Annahme. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, mit Glück. Mit Glück. Schmeckt gar nicht. Schmeckt gar nicht. Kein Elfer, kein Elfer. Bei Schiris weiß ich nie. Du hast bei mir extra knapp gewonnen, damit ich jetzt so ein teures Team nehme und jetzt knallst du mich weg, okay. Trick 17, weißt du? Aber schlau sein. Nein! Oh, was war das denn? Den Trick habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Nein! Nein! Oh! Ja! Oh! Ah! Guter Schuss! Ey! Oh! Oh mein Gott! L1-Dreieck, das ist L1-Dreieck! Ja. Nein, ja. Was mach ich? Boah, du bist so schlecht mitgenommen. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, das war eigentlich geschenktes Tor. Wer ist überhaupt dieser? Ach, das Immobile. So, mal blocken, blocken. Ah, Ecke, du hast diese Taktik. Eckentaktik, ja. Ich hab diese Eckentaktik. Und schießen! Ja, macht's halt ehrlich. Der, irgendwann geht der rein. Irgendwann geht der rein. Gerade gefällt mir gar nicht, was hier auf dem Feld passiert. Nein. L1-Dreieck. Hey, okay. L1-Dreieck! Oh. Und die kommt trotzdem gut. Das ist so krass. Gleich, ich schieße einfach statt L1-Dreieck. Junge, ey, anfangs war es richtig gut genutzt, aber inzwischen gefällt mir nicht, was hier auf dem Platz passiert. Fabian mit dem Ball. Mann, diese ganzen Beine! Einfach 0-0 noch nie erlebt. Komm schon. Mann, ich sehe keinen Stich da! Das ist chinesische Mauer bei dir. So. Ja, meiner. Ich krieg den nicht auf meine Stürmer. Fuck. Ja! Nein! Nein! Und, nein! Ja, deswegen sowas. Oh mein Gott. Nein! Okay, das bitter, das tut weh. Mann. Let's weg! Hör auf, mich mit meinen eigenen Waffen zu schlagen!
Ey, ich schlag hier gar nichts mehr, ich renne ins Auge. Ey! Oh ja, Gott, nein. Ja! Nein. Ja! Oh, wo stehst du? Nein! Oh, neuer! Nein! Zum Glück habe ich nicht gegeizt im Tor. Schiri ist abseits. Ja! Nein! Ja. Er ist nicht im Abseits! Also Schiri Halbzeit! Ja! Digga, das gibt's doch nicht! Nein! Weg! Boah! Die Halbzeit war eins schon wieder. Hey, hier fallen wenige Tore, aber ist immer spannend. Guck mal, er hat das Tor rausgerichtet. Nee, ja. Das bockt nicht. Ja? 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 Nein. Mach doch den Pass zu in die Mitte! Mach doch den Pass! Ja! Ja! Ich hab den die ganze Zeit gesehen! Yippie! Ich hab ihn nicht bekommen! Woo! Let's go! Und das ist sogar Crespo! Du musst einfach mit deinen Spielern reden! Ich glaub, Formation war dumm gewählt von mir. Also. Ja. Das muss ich auf jeden Fall. Oh, bitte. Oh, meiner weicht aus! Alles gut, Bruder, der Ball brennt! Dankeschön, Dankeschön, Bro. Ja, wir haben nie diesen Spot Fail 1-Dreieck leider. Aber für ganz normal Dreieck. Oh, okay. Ja, Dankeschön! Nee, das ist nicht dein Ernst. Oh, Insigne ist gerutscht! Insigne ist gerutscht! Messi! Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi, 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 Messi! Ja! Genau richtig zurückgeschickt. Mach. Nein. Das ist abseits. Nein! Oh mein Gott! Was? Ja! Das kann doch nicht sein, ey. Kamado! Oh. Oh. Komm schon. Komm schon. Wer ist er? Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Nein, oh. Insigne, Mann! Ja, ich werd so überrannt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja! Nein! Nein! Ey, nein! Was? Oh mein Gott, ich hab so Glück! Glück. Oh. Ey! Ja! Das kann doch nicht sein! Ja, und jetzt den unhaltbaren Elfmeter. Hä? Ich seh keinen Elfmeter! Was ist hier, Digga? Wo ist Elfmeter? Ah! Okay, ja. Nein! Ja! Ja! Ja, ich hab mich nur vergessen! Oh mein Gott, okay, Mann. Karma. Nein, oh Mann. Ich dachte, weil ich sag unhaltbare Elfmeter, springst du irgendwo hin. Ja. Check halt gar nicht, wo meine Fettfinger die ganze Zeit. Oh! Was war das für ein Lupfer? Ich hab Lupfer gedrückt! Er macht Kopfball! Hey! Hey, ich hab ihn erobert! Oh! Was ein Traumlauf. Jo! Ja! 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 Auf vier Deckel ausgetanzt! Oh mein Gott! Das gibt's nicht! Kamada! Kamada! Oh mein Gott, was sehen meine Augen? Oh! Nein, warum zu Smalling, Mann? Warum zu Smalling? Wir kriegen noch einen Angriff. Aber GG. Oh. Hör auf, Brown, hör auf! Faul, ey! Was? So, hast du. Wer ist der denn? Nein, der macht uns Schützen, ist doch logisch. So, hey, Bro. Wäre jetzt trotzdem verschießen bodenlos. Ah! Oh mein Gott. Oh Mann. Ich sag ehrlich, war wieder ein komplettes 50-50 Game. Oh Digga, es war wieder spannend. Du spielst gut, ey. Du spielst gut. Ich hab wieder verloren. Der Luftverhebung war zu viel, da musste Karma zurückkommen. Ja. 1 Million Münzen dafür weg. Stimmt, ich hatte einen Elfmeter, Mann. Jungs, es tut weh, zweimal hintereinander. Und zwei Argentinier sind dabei, aber es muss sein. Zweimal 2-1, zweimal ein Unterschied, nur zweimal richtig knapp. Also ehrlich, du hast mich überrascht, als du gesagt hast, was wir für ein Format aufnehmen sollen für dich. Dachte ich ehrlich, ich gewinne so 5-0. Ja, ich dachte auch. Ich dachte auch. Und in dem Match war auch alles möglich, ey. Du hattest dicke Chancen. Siege, dieser Elfer, ne? Ich glaube, ich wäre nicht zurückgekommen, wenn ich da 80. Gegentor kassiert hätte. Dann ist Moralschaden, wenn es um mehrere Millionen geht. Ja. Aber weißt du was? Ich bin stolz auf mich. Und? Ja.
Ich habe 2 seltene Goldspieler-Packs jetzt, 2 Stück. Nice, ey, da kommt bestimmt Ronaldo für Birthday oder so. Ja. Leute, hey, lasst einen Daumen nach oben da, ganz verrücktes Format. Check Hamed ab, Link ist in der Beschreibung, sehr, sehr korrekter Typ auch. Und ja, wir sind raus, haut rein, macht's gut. Ciao.